Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Schlagabtausch im Parlament zwischen den Parteien, ein gescheiterter Neuwahlantrag, ein gescheiterter Misstrauensantrag. Warum das so ist, das werde ich jetzt den stellvertretenden Clubchef der SPÖ, Jörg Leichtfried, fragen. Und ich freue mich, ihn jetzt per Zuschaltung aus dem Parlament begrüßen zu können. Guten Abend, Herr Leichtfried. Warum ist denn dieser Neuwahlantrag jetzt gescheitert? Sie und die Blauen und die Neos waren ja einer Meinung, dass es Neuwahlen geben sollte. Gleichzeitig haben Sie aber dann mit dem Misstrauensantrag der Blauen auch nicht mitgestimmt. Ja, es ist Folgendes im Parlament gewesen. Ein Neuwahlantrag kann in so einer Sitzung nicht direkt abgestimmt werden. Der wird eingebracht, geht regulär dann in den Verfassungsausschuss und kommt, wenn er den Verfassungsausschuss quasi übersteht, ins Plenum zur Abstimmung. Wir werden aber versuchen, diesen Neuwahlantrag bei der nächsten Parlamentssitzung schon abzustimmen und bin zuversichtlich, dass das auch gelingen wird. Was den Misstrauensantrag betrifft, für den hat allein die FPÖ gestimmt und das war halt ein typischer FPÖ-Antrag, der in der Begründung gleichzeitig eingefordert hat, dass man sich auf die Seite der Corona-Leugner stellt, dass man sich auf die Seite Russlands stellt und dass man auch gegen die Genfer Flüchtlingskonvention ist. Und das sind wir natürlich nicht. Das heißt, es hatte eigentlich nicht wenig mit dem Thema der heutigen Sitzung zu tun. Aber dann haben wir das aufgeklärt und jetzt kommen wir zu dieser Sitzung. Da hatte man ein bisschen den Eindruck, dass es wirklich ein Kampf jeder gegen jeden ist. Herbert Kickl, Sie haben die FPÖ-Methoden schon angesprochen, hat den Bundeskanzler mit Ceausescu, dem damaligen rumänischen Diktator, verglichen. Die ÖVP wiederum hat permanent erklärt, dass sie eigentlich unschuldig sei. Aber was für ein Bild vermittelt da die Politik? Ja, es ist nicht so sehr die Politik, die hier ein Bild vermittelt, sondern man muss schon sagen und bei den Fakten bleiben, dass wir mit der ÖVP ein Problem in Österreich haben. Es hat, glaube ich, noch nie eine Partei gegeben, die sich derart in korruptive Vorgänge verstrickt hat wie die ÖVP. Und ich war auch, ehrlich gesagt, heute enttäuscht, ja fast entsetzt vom Bundeskanzler. Sie können sich sicher erinnern, dass der Bundespräsident vor circa 2 Wochen eingefordert hat, dass für politische Verantwortung nicht das Strafrecht die letzte Grenze sein darf, sondern Moral und Anstand die letzte Grenze sein darf. Ich sehe das auch so. Und der Bundeskanzler hat heute wieder gesagt, es kann nur das Strafrecht sein. Also ich glaube, das Einzige, was diesem Land jetzt wirklich hilft und unbedingt notwendig sind, sind Neuwahlen. Und da hoffe ich, dass unser Antrag so schnell wie möglich behandelt wird und womöglich auch endlich eine Mehrheit bekommt. Österreich jetzt verdient. Da hat ja Ihre Parteichefin Pamela Rendi-Wagner heute im Parlament auch quasi an die Grünen appelliert und gesagt, sie müssten jetzt die Reißleine ziehen. Haben Sie da irgendwie den Eindruck, dass die Grünen Sie da hören könnten? Weil wir haben auch gleichzeitig gesehen, wie die grüne Klubobfrau Sigi Maurer dann eigentlich die Stadt Wien und den Wiener Bürgermeister angegriffen hat. Ja, ich habe das Gefühl, es gibt da schon mehrere Flügel bei den Grünen. Man hört so unter sich dann, dass sie mit der Situation teilweise natürlich auch nicht einverstanden sind. Es gibt aber auch die bei den Grünen, die unbedingt mit der ÖVP zusammen an der Macht bleiben wollen und an dieser Macht richtig kleben. Und das müssen die Grünen am Ende für sich selbst entscheiden. Was ich tun kann, ist Folgendes zu machen. Wir haben ja bei der letzten Zeit des freien Spiels der Kräfte maßgebliche Antikorruptionsmaßnahmen eigentlich beschließen können, wie beispielsweise die Obergrenze für Parteispenden. Und ich kann's versprechen, wenn diese Neuwahl kommt und wir haben 4 Monate Zeit im freien Spiel der Kräfte, können wir sicher mehr Antikorruptionsmaßnahmen durch- und umsetzen, als wir das die Grünen mit der ÖVP je zustande bringen werden. Aber könnte sich Österreich derzeit überhaupt Neuwahlen leisten? Und auch die Frage, könnte sich die SPÖ das leisten? Weil in den letzten Umfragen merkt man schon, dass es jetzt um ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPÖ und FPÖ um Platz 1 geht.
Ja, ich würde das anders sehen. Ich würde sagen, Österreich kann sich diese Regierung nicht mehr leisten, weil wir sind in einer Situation, die unglaublich schwierig ist. 11% Inflation und die Regierung setzt keinerlei wirksame Maßnahmen gegen die Inflation. Im Gegenteil, sie setzt mit der CO2-Steuer noch eins drauf. Und wie man in anderen Ländern sieht, sind Krisen und Neuwahlen kein Widerspruch. Es funktioniert, es geht. Und wenn man in so einer Situation ist wie Österreich derzeit, mit dieser Korruption, mit dieser Handlungsunwilligkeit oder Unfähigkeit der Bundesregierung, dann braucht es Neuwahlen. Ich sage Ihnen, in Deutschland hätten die schon 4 bis 5 Mal gewählt, wenn es solche Zustände gegeben hätte. Sie haben vorher erklärt, dass Sie sehr enttäuscht vom Bundeskanzler gewesen seien und seiner Erklärung, dass er die Grenze beim Strafrecht ziehe. Er hat auch immer wieder betont, er sei kein Richter. Jetzt wissen wir, dass das Ganze ja morgen im Urschuss in die Verlängerung geht, wenn Thomas Schmidt dort auftreten wird. Sind Sie persönlich erfreut, dass die Justizministerin da jetzt Klage beim Verfassungsgerichtshof eingebracht hat, damit eben nur die bekannten Themenkomplexe befragt werden können bei Thomas Schmidt, der Kronzeuge werden möchte? Oder hätten Sie sich da mehr erwartet? Naja, da muss man die Hintergründe wissen. Hintergrund ist, dass bei allen schönen Reden, die die ÖVP und ÖVP-Politikerinnen und Politiker halten, die ÖVP ständig versucht, die Justiz zu behindern. Das ist bei den Akten, die der Bundeskanzler trotz Aufforderung aus dem Bundeskanzleramt nicht herausgeben will. Und jetzt haben sie sogar den Untersuchungsausschuss versucht zu missbrauchen, um die Ermittlungen der Justiz zu gefährden. Und da ist die Reaktion der Justizministerin natürlich die einzig richtige, das zu unterbinden. Was erwarten Sie vom morgigen Auftritt von Thomas Schmidt, der ja immerhin ein langjähriger ÖVP-Vertrauter war, Ex-ÖBAG-Chef war und der jetzt mehrere Ex- oder noch amtierende ÖVP-Politiker schwer belastet? Ja, ich kann es nicht sagen, was er wirklich sagen wird, aber logisch wäre es, wenn er zu dem, was er vor der WKStA ausgesagt hat, auch bleibt und das dem Untersuchungsausschuss berichtet. Und Sie haben es erwähnt, wir haben jetzt eine Situation, wo ein ehemaliger Bundeskanzler, mehrere ehemalige Finanzminister, andere hochrangige ÖVP-Politiker, gegen die wird alle ermittelt. Und das ist eine Situation, die schon einmalig ist. Gut, Herr Leichtfried, dann danke für das Gespräch und Ihnen noch spannende Stunden im Parlament. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause. Bleiben Sie dran.